The Kuroya seemed unstoppable. With Kichigoro gone, the Benya's numbers dwindled. But something must be done, or soon the Benya would be no more. Calling for help injures pride, but there is more at stake. Rin is entrusted with a letter to be delivered to Zenosuke. With the help of Rin, the Benya would survive. But now, the girl is plagued by doubt. In her present frame of mind, all that awaits is a useless death. All they need is time. Perhaps then, their luck would change, and the nightmare would end. Hallo, mein Name ist Tenshu Fatal Shadows und ich mache Fürst Lustig Videos. Wir sind hier in Mission 10.2. Die heißt, habe ich vergessen. Flammen des Leids, genau. Und ich muss sagen, ich musste bei dieser Mission richtig kotzen. Mission 10.1 war prinzipiell, also recht ähnlich, aber irgendwie viel einfacher. Also hier ist eine blöde Stelle, die habe ich ohne Verkleiden nicht hinbekommen. Jedenfalls nicht zuverlässig, dass das jedes Mal klappt. Alles Kacke. Macht aber nichts. Ich habe es diesmal geschafft. Auch recht schnell. Was ganz witzig ist, immer wenn so eine Mission mal richtig schnell geht, dann hat das in der Regel richtig lange gedauert, bis ich diese Mission im Kasten hatte. Also hier hat es auch bestimmt 20 Anläufe gebraucht. Das letzte Mal bin ich sogar bis zum Endgegner gekommen, der wie in Mission 10.1 ja eigentlich super einfach ist. Aber ich wurde niedergemacht, und zwar hart. Und das kann ja wohl auch absolut nicht sein. Das ist sowieso ganz merkwürdig. Manchmal mal Glück, manchmal mal Pech. So. Die Mission ist aber ziemlich gleich, bis auf die Tatsache, dass wir hier so ein paar erschwerende Umstände haben. Wir müssen nicht nur bis zu Zenosuke kommen, sondern auch noch diese komischen Statuen umdrehen. Und prinzipiell, weil die an so ungünstigen Orten liegen, muss man eigentlich erstmal jeden im Level töten, damit man nicht dabei gesehen wird. So, das war jetzt erstmal alles nicht so schwierig hier. Man wartet, bis die erste Wache ganz am Anfang losläuft und dann, ja, und so weiter, habt ihr gesehen. Das hier ist auch noch einfach, aber jetzt wird es nämlich schwierig. Ich habe versucht, da wo es jetzt weitergeht, habe ich mal versucht, ohne Verkleidung weiterzukommen und mal den Weg links zu gehen, anstatt wie letztes Mal einfach oben lang zu klettern. Aber es ging nicht. Und eigentlich geht's auch, wenn man oben lang geht, nicht. Weil oben steht noch so ein Mönch, der sieht einen irgendwie immer, auch wenn man geduckt ist. Deshalb habe ich jetzt die einfachste Methode genommen, habe mich verkleidet, bin dann hoch und habe den einen, der da oben steht, erledigt. Und ab dann ist es auch wieder recht einfach. Der da, der sieht einen jedes Mal. Also ich habe es jedenfalls nicht zuverlässig geschafft, den ohne Verkleidung zu erledigen. Weil man kann sich da zwar an die Kante ranhängen, aber man sieht nie, wo er hinschaut. So, dieser Doppelkill, der ist natürlich ganz schön. Was aber schlecht ist, dass die beiden fast jedes Mal von der Klippe fliegen. Und wenn sie nicht von der Klippe fliegen, dann aber auf jeden Fall ihre Schriftrollen, die sie dabei haben. Ja, und wenn man den Weg links geht, den ich eben gesagt habe, dann läuft man nämlich unweigerlich diesem komischen Bienenkorb-Menschen da, der den Stock schwingt.
dem kommt man da in die Quere und also der sieht einen auch jedes Mal. Und der kommt komischerweise auch nur in die Richtung, wenn man selber dahin läuft. Wenn man nicht weit genug läuft, dann kommt er erst gar nicht her. Und dann wartet man da teils vergeblich. Ja, so ist das. Das sind die Probleme eines Ninjas, die man hier zu bewältigen hat. Aber es hat ja auch niemand gesagt, dass es leicht werden würde. Trotzdem haben wir es geschafft und ja. Der Rest der Mission ist eigentlich nicht so schwierig. Wie gesagt, nur Endgegner Futaba und Hitoa, wenn man nicht aufpasst, dann machen die einen ziemlich schnell kalt. Und das ist mir schon fast peinlich, das darf ich gar nicht sagen. Also die haben trotzdem, dass ich einmal so eine Wiederauferstehung und drei Heiltränke bei mir hatte, haben die mich fertig gemacht. Aber ich hatte auch nichts dabei, um die sonst niederzumachen. Deswegen habe ich jetzt nochmal hier so eine schöne Bambuskanone mitgenommen und zwei Blitzbomben. Hier ist übrigens Nummer 3 von den Statuen. Insgesamt sind 6, wie ihr auch anfangs auf der Karte gesehen habt. Und so, ja, weiter geht's. Diese Mönche verlieren übrigens immer Gegengifttränke, was prinzipiell gar nicht schlecht ist. Weil Futaba mit vergifteten Pfeilen schießt. Aber ich entscheide mich trotzdem dafür, den Super Shuriken mitzunehmen. Oder Super Kunai, wie auch immer das heißt, den Wurfmesser. Und gehe quasi aufs Ganze. Ja, an dieser Stelle, man darf hier nicht einfach über die Klippe springen, weil da vorne läuft einer. Aber der kommt jetzt gleich hierher und dreht sich auch relativ schnell um. Und wenn er sich erstmal umgedreht hat, dreht er sich auch nicht wieder zurück. Also jetzt, wenn er sich wegdreht, kann man schon rüber und ihn schnell niedermachen. Ähnlich ist das gleich beim nächsten Feind. Wenn man da mal die Rampe hochschlawenzelt. Wo kommt er? Da kommt er. Aber im Gegensatz zu dem anderen dreht der sich auf jeden Fall noch einmal um, bevor er wieder zurückläuft. So, na, zack, ja, verarscht. So, dann kann man sich aber hinrollen oder hinlaufen und ihn niedermachen. Da hinten läuft noch einer, der geht aber anscheinend immer gerade weg, wenn man das in diesem Timing hier macht. Also schnell den Typen entsorgen und da den Berg hochkraxeln. Also es läuft echt gut, aber das ist auch nur, weil ich das 500 Mal gespielt habe. So, 3 Statuen stehen noch aus. Könnte jetzt schon springen, aber irgendwie warte ich lieber, bis die sich weggedreht haben, falls man doch mal vorher landet. Den Kill sollte man auch, die Animation sollte man hier auch abbrechen, dann da aufs Dach, weil da hinten in der Ecke, da steht noch einer, der sich jetzt auf den Weg macht, am Haus vorbei. Und das wird auch das Letzte sein, was er getan hat. Da hinten in dem Paket liegen noch 3 Heiltränke. Heiltränke braucht man übrigens hier überhaupt nicht mitzunehmen, weil es liegen ja 3 verteilt im Gelände rum. So, und über die Brücke darf man auch nicht so einfach rüber, weil da hinten steht ja einer, wie man sieht. Der schießt einen da so von der Brücke runter. Aber wir sehen auch hier, er sieht uns zwar, aber weil er nicht näher kommen kann, kann er uns nicht erkennen. Man kann den also gefahrlos von der anderen Seite mit so einem Blasrohr vernaschen. Das war jetzt aber ein wenig zweideutig. Also von hier... Ups. Ab hier ist es eigentlich auch einfacher als Mission 10.1, weil... Also ab hier ist das Gegner-Layout erheblich einfacher. Nur ganz am Anfang, was ich gesagt habe, da gibt es auf jeden Fall Probleme und auch ja, Nachbesserungsbedarf.
bitte. Hier sollte man auch keine Probleme haben. Am besten rollt man sich hin, dann springt man hier einmal hoch und stellt sich hier in die Ecke, also am besten ganz normal rein, dass man noch die Füße von dem Kerl da sehen kann. Er wird einen nicht sehen, weil er kommt nicht näher. Und sobald er sich wieder umdreht, komplett, dann kann man hoch und zeigt ihm die Radieschen von unten. Oder haut vorbei. Der gute, verlässliche Totschlag. So, Statue Nummer 5 ist da an der Ecke. Nachdem die Animation beendet ist, sollte man übrigens aufpassen, dass man nicht versehentlich nach vorne läuft und die Klippe runterfällt, weil das ist häufig ungesund. Was in der Kiste ist, weiß ich nicht, aber vermutlich irgend so ein Unsinn, was man nicht braucht. Ja, und die letzte Statue ist da versteckt. Da besteht auch höchste Absturzgefahr. Und nun kann man sich da... Ne, kann man doch nicht. Also kann man bestimmt, aber ich hatte Angst, dass ich die Kante nicht richtig zu fassen kriege, weil ich da so schräg ranfliege, und dann habe ich es mir gelassen und mach's wieder. Und hier sollte man auch nicht unbedingt sofort hochgehen, weil da vorne noch einer läuft, der hat mich schon das ein oder andere Mal gesehen. Das dreckige Schwein, genau vor Ende der Mission. Also zwei Gegner sind da noch. Einmal da einer mit dem Stab und auf der höheren Ebene steht noch einer mit dem Blasrohr. Und dem geben wir etwas von seiner eigenen Medizin zu schmecken. Warten am besten, bis er sich wegdreht, weil die können ja doch ein bisschen weiter gucken, die Bengels. Obwohl sie einen Korb auf dem Kopf haben. Komisch eigentlich. Und jetzt können wir noch mal warten, bis der letzte da angewackelt kommt. Jetzt haben wir auch das letzte Blasrohr verbraucht. Dann können wir auch gleich noch mal einen Gegengifttrank mitnehmen, wegen der Sicherheit, falls Foodhaber uns doch mal treffen sollte. Übrigens sterbe ich gleich schon wieder, aber ich habe ja meine Ninja-Wiedergeburt dabei. Kann man halt nichts machen. Ich sage mal, auch ein Fürst lustig ist nicht ohne Makel, ne? Das, nur deshalb sterbe ich auch, um euch das zu zeigen, dass, ne? Dass niemand perfekt ist. Thank you for your troubles. However, this is not good. If this letter is truthful, then Ogin's life is in danger. Wait. Very sloppy. If you wish to sneak up on someone, it works best when you don't breathe so heavily. Not bad. For an old man. A little creepy, though. Futaba! Get out of here! Just stay out of my way! Why is it always you? Do not forget our mission. Rin, I have a message from Juzo. Kill this man and you can join us. No harm will come to you. Never! You think I'd believe the words of a murderer? A murderer? What? You think it makes you better because you're paid to kill people? I don't care. I do what I have to. But you took everything from me. Everything I ever cared about. I'll never forgive you!
insolent brat. Very well. Then you die. Ja, was habe ich gerade gesagt? Also auch ein Fürst ist nicht ohne Makel. Ich habe jetzt gerade, um den Kampf zu beginnen, ihm erstmal eine Blitzbombe ins Gesicht geworfen. Und das war's dann mit Hitoa, nachdem ich ihm erstmal noch die Bambuskanone verabreicht habe. Also auf jeden Fall ist es ganz unangenehm, gegen zwei auf einmal zu kämpfen, nicht? Das ist ohne Items doch schwerer als gedacht. Aber wenn man erstmal so alleine dabei ist, dann geht's eigentlich. Wenn ein Futaba nicht gerade ins Gesicht schlägt und mit irgendwelchen Pfeilen malträtiert. Hätte jetzt eigentlich auch gedacht, das schaffe ich noch, ohne zu sterben, aber halt irgendwie doch nicht. Da hat sie mich doch wieder am Schlawittchen gepackt. Und jetzt gibt's aber erstmal den guten Wrestlergriff. Was passiert denn jetzt noch? Warum sterbe ich denn jetzt noch? Obwohl sie nur noch 9 Health Points hat. Achso, die schlägt mich wieder. Ja, blöd. Aber macht nichts, weil jetzt hat ihr letzte Stündlein geschlagen. Okay, bis zum Finale. Ach ne, erstmal kommt noch Mission 11, aber dann. Tschüss! Rin, was it? Yes. You should return home. Ugin may need your help. We will find him shortly. I leave them in your hands. Lady Razor keeps good company. Impressive. Surely I am the luckier with you here. Shall we go? I'm positive he was dead. Perhaps his love for his sister. Such passion. All right, let's go. It's creeping me out. Thank you.
Ranzo's blade clashes with Ayami's double swords at the Playhouse at Hito Beach. Next on Tenchu Fatal Shadows, a dance of swords. Evil will perish in a flash of crimson.